Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal. Heute wieder mit den besten Menschen auf diesem Planeten. Es freut mich sehr, dass ihr am Start seid, Freunde. Wir geben uns den nächsten Track von der Album-Reaction. Morgen haben wir Teammate, einen Song über seinen Sohn. Haben einige Kommentare geschrieben, freue ich mich sehr drauf. Heute aber erstmal noch falsche Fuffis für euch am Start, ja. Und morgen auch neuer Song von Johnny und Damon. Kommt direkt in die Reaction online, direkt. Also ich kann nochmal nachfragen, ob ich das direkt schaffe, aber ansonsten kommt der Song so bei einer Reaction 18:30, 18:45 online. Stellt euch schon mal den Wecker, freut euch drauf. Und ja, ansonsten haben wir jetzt hier Sunny mit falsche Fuffis. Ich bin sehr gespannt, es wird wahrscheinlich um falsche Fuffis gehen, um Freunde, die ihn verraten haben. Leute, die ihn ausnutzen wollten, wegen Fame, Geld, etc. Ich bin gespannt, wir hören rein. Bis jetzt, wie gesagt, Album immer für Überraschungen gut. Immer noch mein Favorite Song, Tony Montana, na, na, na. Tony Montana, na, na, na. Immer noch Goat Song, muss ich sagen. Ich freue mich sehr drauf, reinzuhören. Let's go. Holt euch gerne nochmal was Kühles zu trinken. Heute, ich zeige gerne, was ich nebenbei zu trinken habe. Monster, der normale. Ey, Junge, ich habe heute, wir hatten ja gestern oder vorgestern die Durstlöscher-Diskussion, ne? Ich habe heute in Hamburg, man sagt in Hamburg Kiosk, ne? Ich hätte fast Späti gesagt, aber Kiosk. In dem Kiosk Durstlöscher Blaubeer-Marshmallow geholt. Und der war eine 10 von 10. Also Real Talk, der ist high up there mit meinen Top 3. Maschallah, der war so geil. Vibe gefällt mir. Schön ruhig, angenehm. Geben wow. Von Gangstern und Dealern besser als von Freunden, denn am Ende sind sie realer. Oh. Wer steht hinter dir bei Bella? Sag, wer steht. Rabi, Bella Rabi. Also Atmo 10 von 10 und auch die Stimme gefällt mir sehr. Das ist so dieses sehr monotone, fast schon traurige in der Stimme, wo man so mit einer Träne im Auge in der Booth das einrappt irgendwie. Gefällt mir sehr vom Vibe her. Wer steht hinter dir bei Bella? Sag, wer steht hinter mein dir? Mein Geld ist dein Geld, dein Drama ist meins. Hey. Du hattest mein Rücken, wir waren Partner in Crime. Hey. Hab für dich mein Hals hingehalten wie bei einem Juwelier. Ja, ja. Doch meine Mom bekam die Briefe als Souvenir. Ich teilte. Boah, ey, um wen geht's? Um wen geht's? Klärt mich auf. Ich weiß doch wieder gar nicht, um wen's hier geht. Um wen geht's hier wieder? Also, das Einzige, was ich halt damals so halb mitbekommen habe, war die John Webber-Sache. So, aber er wird jetzt hier John Webber nicht so ein Song widmen, denke ich mal. Wäre ein bisschen Weird Champ. Um wen geht's? Ich weiß es nicht. Ich habe alle aufgezählt gerade beim Kopf. Ich habe keinen gefunden. Hatte meinen letzten Cent, mein letztes Cent. Ja. Dachte ohne Gang, Gang gibt's keine Existenz. Gang, gang. Freunde kommen, Freunde gehen, wie die Balenciaga Seasons. Ja. Wer ist noch geblieben während maximaler Krisen? Sie wollten Fame abgreifen, ein Gruß an die Fake Friends. Aha. Peinlich, du verbiegst dich für Musik wie beim Breakdance. Ich wollte. Ey, ich sag's wie es ist. Der Song gefällt mir sehr gut, weil wir auch mal. Ich mag bei Sunny Autotune gerne, aber weil es mal einfach kein Autotune gerade ist. In der Hook nehme ich es gerne mit hin wieder. Da kriegt er das immer gut hin. Aber weil es angenehm ist, mal seine Natural-Stimme auch in den Adlibs so ihn in der Sunny-Stimme zu hören mal wieder. Wisst ihr, diese Sunny-Stimme einfach. Dich oben sehen, für dich war Competition. Für dich war easy, meine Mutter in dem Song zu dissen. Um wen geht's denn, Junge? Also mir fällt bei sowas ein, PA fällt mir ein. Mir fällt Julian ein. Und mir fällt John Webber ein, Junge. Ich bin gar nicht mehr da drin. Ich bin gar nicht, ich weiß es doch gar nicht mehr. Klärt mich gerne auf. Yeah. Ripped my Masadi up off undercover. Yeah. Ich nannte sie Brother from another mother. Yeah. Diese Heuchler ihre Anwesenheit. Oder es geht einfach um alle möglichen, die ihn gefickt haben. Aber weil er ja auch meinte, für dich war es easy, meine Mama in dem Song zu dissen. Und hat PA nicht, ist PA nicht auf Mutter gegangen? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich nannte sie Brother from another mother. Yeah. Diese Heuchler ihre Anwesenheit. Auch cool im Beat hat man so ein Ding, Ding, so eine Uhr, so ein Uhr-Dings ticken, hört sich das für mich an. So wie Zeit zurückdrehen oder auch, ey, mit der Zeit merkt man, wer so nicht der Reale ist im Freundeskreis. Offenheit ist für mich wie Schlangengift und selbst ein Schatten verlässt dich ohne das Rampenlicht. Sie sind falsche Fofi. Gute Zeile. Ist immer schwer zu erkennen. Du kannst nie auf sie zählen. Bist du Freund oder Feind? Sie sind falsche Fofis. Oh mein immer Gott, der Song gefällt mir so gut von Atmo. Auch kein Autotune in der Hook. Schon leid. Sie sind falsche Fofis. No new Habibi. Boah, ey, also Real Talk. Der ist jetzt in meinen Top 5 direkt gelandet vom Album, der Song. No joke. Sie sind falsche Fofis. Yeah. Allein wegen der Atmo. Sie sind falsche Fofis. Yeah. Damn. Sie aßen keine Kebabs, nur Filet Mignons. Yeah. Ich muss filtern, es wird Zeit für eine Renaissance. Yeah. Sie lachen ins Gesicht, das ist doch paradox. Und reden hinterm Rücken wie in Barbershops. Ah, sie sind nicht mal zu sich. Und reden hinterm Rücken wie in Barbershops, das habe ich auch noch nie gehört, die Zeile.
Erkennt ihr das, wenn euer Friseur, also ich rede auch nicht viel mit meinem Friseur. Mein Friseur ist Görkan, Ehremann oder Shoutouts an Görkan, Mann. Ist auch ein bisschen lustig so. Der Typ, der den Laden quasi gehört, so, der heißt Görkan. Und einer der anderen Angestellten heißt auch Görkan. Das ist immer schön. Egal, auf jeden Fall. Mit Görkan rede ich sehr, sehr viel. Jetzt nicht übermäßig, aber schon ein bisschen. Und wenn er halt nicht da ist, dann ist es immer so ein bisschen, man redet mit den anderen nicht so viel. Also ich zumindest nicht. Weiß ich ein bisschen so, aber manche von denen können auch nicht so gut Deutsch. Und dann ist es immer so ein bisschen komisch, weil ich weiß nie, wenn man im Spiegel, wo soll man hingucken, Junge? Wo guckt man denn hin? Was soll ich denn auch machen? Ich bin auch nicht der Typ, der so am Handy ist nebenbei, aber ich finde das so unhöflich irgendwie und vor allen Dingen immer weird, wenn man so seinen Kopf drehen muss und bla. Und wenn dann so sein Stampfgesäu nicht da ist, dann redet man nicht so und dann guckt man immer so irgendwo hin. So, weiß nicht, bisschen komisch war. Ist doch paradox und reden hinterm Rücken wie in Barbershops. Sie sind nicht mal zu sich selber loyal. Nee, das ist so eine typische Kolle Adlib gewesen. So, nee, das sind sie nicht. Wie in Barbershops. Sie sind nicht mal zu sich selber loyal. Nee. Der Kreis wird kleiner wie bei Battle Royale. Wenn du dich im Kreis rot einblabber wie bei Fortnite, Bitch, irgendwie bei All Eyes on Us, auf jeden Fall eine Zeile. Und der Kreis wird immer kleiner wie bei Fortnite, Bitch. Ich glaube, so ist die Zeile gewesen. All Eyes on Us, Frage Bang, Kollege. Sie bilden sich ein, sie wären Rapper und Clan-Chefs. Selbst ein Hund kann fliegen, tue ich in den Privatjet. Anstatt Profis. Oh, Junge! Sie bilden sich ein, sie wären Rapper und Clan-Chefs. Selbst ein Hund kann fliegen, packe ich ihnen in Privatjets. Da einfach so, um Relation zu zeigen. Ihr denkt, ihr seid das, okay, aber ihr seid quasi genauso real wie ein fliegender Hund, der einfach aber nur in einem Privatjet fliegt und deswegen ein fliegender Hund ist. So, ey, das ist eine geile Zeile gewesen, Mann. Ist einzustellen, ließ ich dich mit verdienen. 500 Racks, ich warte bis heute auf den Gerichtstermin. Sie werden nervös, sehen sie den SQP. Ich schwöre, das war bisher die beste Geschenkidee. Ey, Leben ist so süß, ich wohne im Candy Shop. Yeah. Sie machen Auge auf die Jacke wie der Fendi Drop. Fendi. Ey, derjenige, der dich supportet, ist ein Fremder. Und derjenige, der dich ermordet, ist ein Ängster. Sie sind falsche Fuffis, immer schwer zu erkennen. Du kannst nie auf sie zählen, bist du Freund oder Feind. Sie sind falsche Fuffis. Der Song ist wirklich auf jeden Fall mein Top 5. Ich würde fast sogar Top 3 vom Album sagen. Aber dafür haben wir auch noch mit Schwarz-Rot-Gold, Mama Mazeltov, La Familia 2. Damit haben wir hier schon echt gute Sachen drauf. So, ich sag's, wie es ist. Top 5 würde ich den auf jeden Fall reinpacken. Geiles Ding geworden. Natürlich auch, also Happy Hanukkah natürlich und Tony Montana. Aber ich würde in den Top 5 packen für die Atmo, weil der ist ehrlich geil. Immer all you can eat, immer flat rate weed. Bin das Heucheln schon leid. Sie sind falsche Fuffis. Oh. No new habibi. Sie sind falsche Fuffis. Geiles Ding. Yeah. Gefällt mir sehr gut. Sie sind falsche Fuffis. Yeah. Sie essen mein Money. Trinken mein Money, rauchen mein Money, flippen mein Money. Du weißt, was ich meine, es geht nicht ums Money. Money geizig, aber sie verkaufen Ehre für Money. Und sie essen mein Money, trinken mein Money. Diese Uhr wieder. Rauchen mein Money, flippen mein Money. Du weißt, was ich meine, es geht nicht ums Money. Money geizig, aber sie verkaufen Ehre für Money. Money geizig, aber sie verkaufen Ehre für Money. Wow, ganz, ganz guter Song, Mann. Ganz, 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 ganz nice Song. Von der Atmo her, der hebt sich übertrieben ab von den anderen Songs vom Album. Kein Autotune. Oder halt vielleicht ein bisschen nur Pitch Correction, so okay, aber das lassen wir mal außerhalb jetzt. Geiles Thema, finde ich. Das ist, ey, ich habe eben gerade Samurai aufgenommen, ja. Und eben gerade Samurai aufgenommen, meinte ich, ey, bei Samurai hätte ich gerne so ein Thema pro Song mal, wisst ihr? Und nicht immer das gleiche Gelaber. Und hier haben wir das jetzt bei Sunny direkt bekommen. Falsche Fuffis heißt der Song. Worüber wird geredet? Über falsche Fuffis. Coole Zeilen hier und da. Gut bildlich dargestellt, beschrieben. Geil gewesen. Coole Hook auf jeden Fall. Bleibt im Kopf, ohne dass es jetzt der nächste Autotune-Banger sein muss, so, ja. Weil, ey, wir haben schon durch Tony Montana, zum Beispiel, ja, durch, keine Ahnung, Mama Mazatov und so, haben wir schon geile Hooks, die im Ohr bleiben. Coole, entspannte Hook, entspannter Track, so ein bisschen Depri, runtergedrückte Stimmung, hat man gemerkt, dieses Uhrticken im Beat, hat mir sehr gut gefallen. Sehr, sehr geiler Song, Mann. Geiles Ding, ich bin sehr, sehr gespannt auf Teammate morgen, für seinen Sohn, meintet ihr, oder über seinen Sohn, der Song zusammen. Ich bin sehr gespannt, freue mich auch da drauf. Und ja, lasst mal euer Feedback zum Track in den Kommentaren. Ansonsten sehen und hören wir uns morgen wieder. Bleibt fresh, so wie immer, und ciao.